Jo, servus und grüß euch miteinander zurück im Küchenlabor des Hohmann Kochinstitut. Heute machen wir etwas mit Bärlauch. Der hat nämlich Saison. Und ich habe mir überlegt, wir machen eine Avocado-Creme mit Bärlauch und Schwarzkümmel. Das alles unter 3 Minuten. Und um keine Zeit zu verlieren, sage ich jetzt mal, es geht mal wieder ums Gmirs. Genau. Und nehme die Stoppuhr. 3 Minuten sind gesetzt. Wir waschen uns zuerst den Bärlauch. Und das Ganze recht gründlich. Der ist nämlich frisch gepflückt. Und ja, wenn der so aus dem Wald kommt, dann muss man auf Nummer sicher gehen. Dann schneiden wir uns den so fein wie möglich. Weil das muss nicht immer so fein sein wie jetzt hier. Aber er lässt sich später besser verteilen in der Creme. Und ja, schaut auch gut aus. Dann geben wir den schon mal in die Schüssel. Der wird später rumrühren. Nehmen uns die Avocado und halbieren die uns entlang des Kerns. Genau, schaut dann so aus. Und wenn sie schön reif ist, dann lässt sie sich ganz einfach abnehmen. Nun nehmen wir uns den Löffel, um das Fruchtinnere herauszukratzen. Genau. Also immer schön darauf achten, dass ihr eine reife Avocado verwendet. Ja. Diese lässt sich besser herauslösen und nun auch leichter zerdrücken. Schön zerdrücken. Und dann können wir auch schon mit dem Würzen beginnen. Dazu halbieren wir uns eine Zitrone, träufeln den Saft darüber für etwas fruchtige Säure, salzen das Ganze. Das soll als Brotbelag fungieren, deswegen dürft ihr auch ein bisschen brustiger mit dem Salz sein. Pfeffer darf da auch nicht fehlen. Und ihr wisst es ja, für die praktischen Ernährungswissenschaftler auch eine Prise Zucker. Und weil ich ihn so gern mag, etwas vom Schwarzkümmel. Der hat vielerlei positive Eigenschaften. Unter anderem fördert er die Verdauung. Nun verkneten wir das Ganze noch miteinander. Geben das Püree in die Schüssel. Vermengen das Ganze mit dem Bärlauch. Genau. Und sind soweit schon fertig. Das ist so in etwa die Portion für eine Person. Und weil wir noch etwas Zeit haben, nehmen wir uns noch was vom Basilikum und garnieren damit aus. So. Genau. Einen guten Appetit.